heute auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, was ich neulich in einem Haul hochgeladen habe für euch. Und zwar habe ich bei DM letzte Woche, habe ich etwa am Freitag meine Ware erhalten. Und zwar habe ich mir einen riesigen Real Technique Schwamm, den ich mir allerdings jetzt schon geschrottet habe. Da habe ich voll mit den Nägeln reingegriffen. Und zwar ein riesen, das heißt Miracle Body Complex Sponge. Das ist gerade für den Körper gedacht, aber natürlich auch fürs Gesicht. Ich will mal schauen, ob der was taugt. Ich finde den eigentlich ultimativ cool. Im Vergleich könnt ihr sehen, der andere, das ist etwa dieselbe Größe, nur von einer anderen Marke. Will ich schauen, ob sich dadurch auch gut die Foundation einarbeiten lässt. Dann habe ich ein wunderschönes Highlight-Objekt, und zwar die Chocolate Gold Bar Palette von Too Faced. Ich bin ein ultimativ krasser Too Faced Fan. Ich habe sehr viele Lippenprodukte davon. Ich habe 5 Melted Mattes und dann habe ich noch solche Squeezy-Dinger. Das ist die Verpackung und das ist die Color Selection, die wir heute uns in die Fresse knallen und vor allen Dingen auf die Augen. Packaging finde ich ultimativ schön. Ist so ein schönes metallisch verlaufendes Material. Und die Farben sind so geil. Ich weiß noch nicht, was ich schminke, Leute. Da werde ich mich... Ich habe irgendwie voll Bock auf das Pink und auf das Schwarz. Ich werde schauen. Preise schreibe ich euch unten rein, weil ich habe jetzt im Internet, glaube ich, noch einen 10% Gutschein gefunden. Dann zeige ich euch natürlich in der Anwendung den Diamond Light Highlighter von Too Faced ebenfalls. Der ist so süß, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der ist einfach nur geil. Das sieht aus, wie wenn jemand mir einen Antrag macht. Das ist so ein richtig schöner, bläulich-lila, fluoreszierender Ton, der in so einer Paket kommt. Ich werde ihn da auch ganz krass lassen, weil ich den einfach so schön fand. Da muss ich sagen, war absolutes Verpackungsopfer. Dann habe ich noch einen Love Light Highlighter. Den werde ich entweder den oder den testen. Ich weiß es noch nicht. Und zwar ist es ein so ein herzförmiger, den ich allerdings für meine Haut sehr viel schöner fand. Das ist dieser goldfarbene, sehr, sehr schön. Der riecht nach nichts, hat aber einen super Diamantenschliff vorne drauf. Wie gesagt, ich habe davon 2 gekauft. Das ist jetzt recht uninteressant. Und dann habe ich noch einen Chocolate Gold Soleil Bronzer. Ich weiß ja, dass die... Oh mein Gott. Schaut euch bitte mal diesen Bronzer an. Ey, können wir mal darüber sprechen, wie geil das aussieht? Schaut euch das mal an. Das ist so ein richtig tolles Packaging. Und ihr macht den auf. Das ist alles so ein bisschen gefroren, weil es war so kalt draußen, hat mein Postmann gesagt. Und das ist praktisch ein Bronzer, der so lecker nach Schokolade riecht. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall ein Full Face damit schminken. Bist du damit noch echt einverstanden und hast du Bock darauf, dann abonniere doch ganz gerne meinen Kanal. Ich bin hier im Valentins-Style. Ich werde auch am Mittwoch schauen an Valentinstag, dass ich euch einen wunderschönen Look schminke. Vielleicht sogar einen Look damit. Schauen wir mal. Und bevor wir weiterschwärzen, gehen wir jetzt einfach in den Test und tragen jetzt erstmal Foundation und alles Mögliche auf und benutzen diese einfach wunderschönen Produkte. Ich bin obsessed. Also können wir mal darüber sprechen, dass alleine sich... Also billig sind die Sachen von Too Faced nicht. Da brauche ich euch nichts vorschwätzen. Die Preise schreibe ich euch ganz gerne runter. Ich schreibe aber die Preise an, die ich jetzt hier in meiner Rechnung habe, weil man im Prinzip ja davon aus... Beziehungsweise ich kann euch auch... Der Rabatt, den kann ich euch auch wieder draufrechnen. Das stimmt. Dann zeige ich euch das auf jeden Fall. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß in der Review. Meine Lieben, ich habe jetzt gerade den The Ordinary, The High Adherence Silicone Primer auf meine T-Zone aufgetragen, weil eigentlich brauche ich sonst wenig Primer. Und gehen einfach mit der Dream Satin Liquid Foundation in der Farbe von auf diesen. Also da stand Face and Body Sponge. Und ich habe High Hopes. Ach du Heiliger. Zumal ich sagen muss, der ist jetzt nicht so weich, aber der arbeitet super schnell und flächig. Schaut mal. Geil. Ich liebe es ja, wenn ich schnell etwas einarbeiten kann, weil ich hasse das ja wie die Pest. Aber wie ihr seht, ist das Finish. Ich räume mir mal kurz alles zur Seite, damit ich den Spiegel näher habe. Ihr kommt eigentlich genauso gut in die Ecken rein, was mich halt eher die Frage betritt, ist, ob der sich genauso gut reinigen lässt, weil der wird schon ordentlich schmutzig.
Ich bin halt immer super, super on the rush. Also ich habe immer mega Stress, teilweise mich fertig zu machen, weil ich entweder ultra lange schlafe. Also ich muss sagen, so zum Auftragen ist das super. Also ihr kommt mit dem ganz gut zurecht und ihr seid echt recht schnell fertig, mein Gott. Er ist halt in der Mitte. Ich habe den ja vorher feucht gemacht. Nicht ganz so weich. Und ich habe den leider schon eingerissen. Ich bin nur mit meinen Nägeln drin hängen geblieben. Also weiß ich nicht. Also ich habe den auf jeden Fall haben wollen, weil der wird auch noch weich. Ihr müsst ein bisschen mehr tappen. Solche Schwämme verschlucken halt auch echt Produkt. Also ich brauche immer drei Hübe, um meine Coverage zu erreichen. Was ich schon definitiv sagen muss, ist einfach, dass ihr damit keinen Concealer einarbeiten könnt. Das könnt ihr vergessen. Aber ihr könnt ja sehen, dass meine Foundation echt flawless aussieht. Das sieht echt gut aus. Bin auch ein super, super krasser Fan von dieser Satin Liquid. Satin Liquid Foundation. Also die ist wirklich mega gut. Wir finden ja meine Öhrchen. So Valentinstags-Vibe. wie gesagt, er wird recht schmutzig. Ich werde euch mal Kunde geben beim nächsten Video, wie das sich so getan hat mit dem Saubersein und dem wieder sauber machen sozusagen. Jetzt gehe ich mal in meine Concealer-Schublade und werde natürlich wieder meinen Make-up Revolution Concealer benutzen. Leute, eine echt krasse Kaufempfehlung. Kauft euch den, der ist unnormal. Ich gebe auch ein bisschen Concealer immer auf mein Auge mit drauf. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich schminken werde heute. Will heute eigentlich Richtung Pink gehen. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf, weil ich habe ja nur Nachtschicht, weißt du. Also. Dann gehe ich in meinen Evelyn-Pinsel. Die sind richtig geil. Ich hoffe, dass Evelyn die wieder zurückbringt. Das war aus dieser Purple Paradise-Reihe. Und ihr seht, wie toll sich der Concealer verarbeiten lässt. Der ist einfach nur toll. Also mir gefällt der so gut. Echt unnormal. Also der ist richtig schön. Das wird auch sehr flawless. Also bin echt mega zufrieden. Ich gehe jetzt auch direkt, mache ich meine Kontur, weil ich möchte definitiv gucken, dass ich hier ein tolles Ergebnis für euch zaubern kann. Ich gehe in die Farbe C13, also für mich wird es der perfekte Konturton. Für andere ist es vielleicht nicht so. Meine Nase konturiere ich nicht, weil das sieht bei mir unmöglich aus. Der Konturton ist einfach perfekt. Also es gibt echt wenig, was ich daran auszusetzen habe. Wie gesagt, ich mache das immer so. Ich mache erst meine Base. Dann setze ich meine Kontur und das Gebronze und Gesette. Das kommt dann danach. Und wir gehen dann danach auch direkt in das Augen-Make-up. Der lässt sich sehr, sehr cool verteilen. Ihr seht ja auch schon, inwieweit mein Gesicht schon Kontur bekommen hat. Wie gesagt, das ist die C13. Die könnt ihr aber Make-up, nicht Make-up Forever, Make-up, Cosmetic for Less, so heißt der Laden. Und ich kaufe die halt bei Tam Beauty, weil ich da halt schneller an die Farbauswahl komme, weil bei Cosmetic for Less muss man irgendwie so viel suchen. Das ist wie gesagt ein Primark-Pinsel, ein Stippling-Brush und der ist super gut. Wie gesagt, der Pinsel ist, der Sponge da ist nicht schlecht, aber er ist halt ginormous. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da jeden Tag mit arbeiten könnte. Ich glaube, das würde mich aufregen. So, die Too Faced Palette kommt in einer tollen Verpackung, die ich definitiv behalten werde, weil ich bin so ein kleiner Pakethorder. Aus der Packung ist mir so ein Instruction rausgekommen. Und zwar habt ihr da Beispiele für Looks in welcher Farbkombi. Ich finde das nicht so schlecht, weil ich meine, ich bräuchte jetzt nicht so viel Inspiration. Die kommt dann von selber. Aber ihr könnt dann hier sehen, zum Beispiel, was ihr alles schminken könnt. Und daneben steht dann, wie ihr das aufbauen könnt. Hier auf der anderen Seite ist so ein bisschen was grünlich-pinkenes. Das sieht allerdings sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Da könnt ihr halt wirklich gucken, wie praktisch könnt ihr Step by Step diesen Look zum Beispiel achieven. Ich finde so einen Look zum Beispiel auch sehr geil. Na, schauen wir mal, wie es rauskommt. Wie gesagt, das Packaging behalte ich definitiv, weil ich bin eh so ein Paketopfer. Ich mag das total. Wenn ich super schöne Pakete, ich lasse die direkt da oben stehen.
Ich räume jetzt auch alles raus. Den Highlighter testen wir dann danach. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt zuerst mache, aber ich nehme euch jetzt schön nah ran. Ah, schaut mal. Habe ich ein bisschen braun vergessen. Ups. So. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier vorankommen. So. Jetzt Autofokus. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Palette rein. Und zwar super großer Spiegel. Das kann ich euch gleich zeigen. So seht ihr mein Chaos auf dem Tisch. Schaut mal. Und das sind die Farben. Und boah, die riechen, Leute. Die riechen wie Kinderschokolade. Original wie Kinderschokolade riecht die Palette. Richtig geil. Ich gehe mal wieder immer in meine super günstigen, mega geilen Essence-Pinsel rein. Die kennt ihr ja bestimmt auch. Die werden auch nicht aus dem Sortiment rausgenommen. Also ich hoffe, dass ich es euch anzoomen kann. Ich hoffe, dass der Autofokus macht, was ich sage. Na, dann halt nicht. Auf jeden Fall werde ich meine ganzen Sachen setten mit diesem Ton. Und zwar ist es Rolling in Dough, heißt der. Da gehe ich jetzt rein und sette mal mein Augen-Make-up. Ah, bevor ich es vergesse, gehe ich jetzt erstmal, bevor ich überhaupt irgendwas mache, in mein Translucence-Puder von Cody Airspun und tupfe mir da ein bisschen was unters Auge. Sonst habe ich das Problem, dass ich vielleicht... Ich kann ja bei neuen Paletten absolut nicht einschätzen, wie die sind. Ich habe immer feuchte Schwämme auf dem Tisch, weil ich meine Puderkonsistenzen alle leicht feucht einklopfe. Weil ich dann echt das... Also für mich das rausgefunden habe, dass es dann bei mir halt weniger creased sozusagen, ja? So, jetzt haben wir wieder. Jetzt haben wir mich wieder scharf. So, ich gehe dann wie gesagt in die erste Farbe. Das wäre dieses Rolling in Dough. Damit sette ich jetzt einfach erstmal den Concealer und mache jetzt erstmal ein bisschen Ordnung im Gesicht. Augenbrauen und so, wisst ihr, ich mache ja nicht so viel Theater bei meinen Augenbrauen. Ich habe übrigens dieses Tattoo Brow von Maybelline getestet. Das Zeug ist saugeil. Also ich zeige euch das später, wenn ich mit dem Video fertig bin, kurz. Ich will da auch noch ein separates Video drüber abdrehen. Ich habe es jetzt nur mal so heimlich getestet, damit es nicht gar so scheiße aussieht, wenn es nicht klappt. Dann gehe ich direkt in Kakao Truffle, in diesen Ton. Und zwar mit demselben Pinsel, weil der hat dieselbe Farbfamilie drauf. Hallo Pigment. Also sehr gut pigmentiert. Und dieser Geruch, oh mein Gott. Also ich hab die Sweet Peach Palette und muss sagen, ich habe sehr, sehr, sehr viel Looks damit schminken können. Sie ist jetzt nicht meine absolute Lieblingspalette, aber ich muss sagen, diese Palette, die war so krass gehypt in Amerika, dass ich eigentlich nicht anders konnte. Das Packaging ist super schwer, also das muss ich dazu sagen. Das ist echt schwer so zum in die Hand nehmen. Und wie ihr seht, sehr, sehr cool. Ihr habt praktisch, ich zeige es euch mal, diese Farben, diese und diese sind die einzigen, die matt sind. Die anderen sind alles metallisch. Das heißt, ihr müsst wirklich dann sehr gute Looks rauszaubern können, wenn ihr metallisch mögt. Ich werde jetzt den Pinsel unangefeuchtet benutzen und leicht angefeuchtet. Ich schaue jetzt mal. Ich habe noch ein bisschen Fix Plus übrig. Ich mag das eigentlich nicht mit 30 € Sprays hier rumzusprühen. Aber wir testen es mal. Also da ist jetzt nichts drauf. Das ist so ein Eyeshadow Brush. Und zwar gehe ich in diese Farbe New Money. Ich finde die so gut. Also die sieht, gefällt mir gut. Also ich gehe jetzt in dieses krasse Pink. Da seht ihr, was auf dem Pinsel drauf ist. Also das ist schon nicht schlecht. Hallo? Also nicht schlecht. Ich weiß, dass da auf jeden Fall noch mehr geht. Ich habe das gesehen im YouTube. Und ich nehme den Spiegel ein bisschen näher ran. Also so für die erste Schicht schon nicht schlecht, aber da geht noch mehr. Also sie sind etwas krümelig. Also ihr seht es ein bisschen auf meinem Gesicht hier so ganz leicht. Also ich habe voll Bock auf so Drama-Baby heute. So, bisschen angesprüht.
Dann gehe ich jetzt nochmal in denselben Ton und tupfe im Prinzip mir nur die Pigmente. Wow. Ja, auf jeden Fall. Leute, es ist keine schlechte Eigenschaft von Lidschatten, wenn sie leichte Feuchtigkeit brauchen, um rauszukommen aus ihrer, aus, mit ihrer Feuchtigkeit, mit ihrer Intensität, weil ich finde, manche Lidschatten sind halt einfach nur mal so. Und ich finde das auch nichts Schlechtes. Schaut mal, ich zeige euch jetzt mal kurz die Palette. Ihr seht schon, dass ich da etwas Krümel drin habe, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt von einigen YouTubern auch gesehen, dass sie das mit Hand auftragen. Das werde ich jetzt auch gleich mal probieren, ob sich da ein bisschen was ändert. Viele Lidschatten aktivieren sich auch ein bisschen, indem ihr praktisch mit der Hand da drauf geht. Das ist natürlich dann auch nicht. Also, ich finde es nichts Schlimmes, ehrlich gesagt. Ich werde es jetzt mal austesten. Und zwar gehe ich mit meiner ganz normalen Hand, gehe ich da rein, habe Pigment und setze. Ja, Mann. Das funktioniert sogar viel besser. Es ist jetzt auch nichts Schlimmes und das heißt nicht High-End, nur weil ihr dafür ein Schweinegeld bezahlt. Ich finde, ich habe jetzt 43 Euro bezahlt. Ich finde das nicht so viel Geld, weil man kauft sich diese Paletten ja nicht jeden Tag. Und auch ich kaufe sie nicht. Ich habe mir ganz lange jetzt keine teure Palette. Die letzte, die ich mir gekauft habe, war die Naked Heat. Und die benutze ich auch sehr, sehr häufig, muss ich sagen. So, Leute, also ich finde das schon richtig cool. Ich brauche jetzt noch was in der Crease, weil das ist mir noch nicht karpunzel genug. Dadurch, dass ich jetzt aber keine dunkleren Brauntöne in meiner Crease habe, werde ich jetzt mal schauen, dass ich einen anderen Ton nehme. Dafür nehme ich wie heißt das? Einen Blender Brush von Evelyn. Und gehe jetzt mal ganz leicht in dieses Schwarz. Das ist Desaden, genau. Das ist schon schwarz, aber irgendwie auf dem Auge sieht es lila aus. Vielleicht ist es so ein gemischt. Ja, Leute, das sieht irgendwie lila aus. Ist es aber nicht. Das ist ein Schwarz. Wenn ihr so ein bisschen dunkler arbeiten wollt, gell, dann passt ein bisschen auf. Tupft euch in eure Intensität rein und geht dann lieber mit so einem Blender-Brush, wo ihr eine ganz neutrale Farbe drauf habt und intensiviert es dann oder entschwächt es dann. Wie ihr seht, das sieht irgendwie dann gescheiter aus. Also ich bin eher so der Mensch, der ein bisschen vorsichtig ist mit so Kapum-Farben, weil man weiß nie, wie das rauskommt. Und bevor ihr dann echt euer Augen-Make-up versaut, no danke. Auch diese Farbe lässt sich super verblenden. Ihr seht ihr das, ihr habt ja hier so wie so eine kleine Unebenheit. Das könnt ihr dann später mit dem neutralen Blending Brush wieder rausholen. Läuft. Also, wenn ihr das Schwarz mit dem, also packe ich das Schwarz in das Pink mit reinarbeitet. Dann habt ihr hier so eine Übergangsfarbe. Seht ihr das? Schwarz, Pink und dann packe ich so ein Lila. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber das finde ich jetzt in dem Falle jetzt überhaupt nicht schlecht, weil ich ja im Prinzip dadurch mir sehr viel Arbeit erspare, indem ich mir andere Farben suche. Ja? Dann gehe ich halt in diesen Farbton Kakao Truffle nochmal. Also wenn man schon mit High-End arbeitet, sollten auch richtig geile Looks rauskommen. Also ich glaube, bestimmt 80% von dem Zeug, was ich hier zu Hause habe, ist absolut Drogerie. Drogerie und sowas wie Colourpop und so. Das zähle ich da auch dazu, weil die Preise wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Ihr arbeitet praktisch Kakao-Truffle ganz, ganz leicht hier in den äußeren Bereich, um praktisch so einen ganz weichen Übergang zu bekommen, weil sonst sieht es sowas von scharf aus und übertrieben, dass ich sagen muss, Fallout könnt ihr sehen, ist eigentlich echt in Ordnung. Ich werde jetzt für mein Inner Corner Highlight und für meine Lower Lash Line auch noch Farben von hier rausnehmen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ich glaube, ich nehme jetzt den Pinsel. Ich weiß nicht, ob der was taugt. Ich nehme jetzt einfach so eine ganz normale gespitzte und gehe in den Pinkton rein. Und knall mir das unten rein. Klappt gut. Ich
Also ich muss sagen, der Pinkton ist super schön. Ich muss aber sagen, das ist so ein Look, den ich so eigentlich gar nicht so denken würde, dass ich das benutze. Dann gehe ich nochmal ganz flach und intensiviere in der Zentrale hier vorne das Pink noch etwas, weil ich finde, das hat so ein bisschen an Intensität verloren, als ich geblendet habe. Was aber nicht schlimm ist. Um das vielleicht noch ein bisschen leichter kleben zu lassen, könntet ihr zum Beispiel auch einen Glitterprimer drunter knallen. Das wäre eigentlich auch nicht schlimm. So. So weit, so gut. Ich finde, das hat sich doch echt gelohnt. Also, ich finde den Look nicht schlecht, Leute. Also, da muss ich echt sagen, oder? Was denkt ihr? Der ist doch nicht schlecht. Da seht ihr auch das Fallout. Mein Gott, mein Handykamera, ich bin immer so erstaunt darüber. Das könnt ihr aber, dadurch, dass ihr Translucent Powder drunter habt, könnt ihr das einfach wegfegen. Ja. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Ich nehme jetzt nochmal so eine Smudge Brush. Gehe nochmal leicht in das Schwarz mit rein. Und blende praktisch das Schwarz wieder in das Pink mit rein. Das praktisch. Geh noch ein bisschen ins Pink. Das ist halt aus einer. Seht ihr das? Also es wird dann halt schwarz und dann noch ein bisschen Pink. Ich würde sagen, das ist echt nicht schlecht. Also, ich suche jetzt mir mal ein Inner Corner Highlight. Ich denke, dass ich dieses Rich Girl nehmen werde. Und zwar, ich habe jetzt irgendwie hier von Essence so einen Silikonapplikator. Den fand ich dafür eigentlich auch nicht schlecht. Ja, seht mal. Ich gehe da nämlich ganz leicht in das Produkt einfach rein. Seht ihr das? So. Und fange mir das so auf. Also das. Wow. Leute, ich mag das nicht, wenn ich was in die Augenbraue mache, weil ich finde, das sieht unmöglich aus. Aber Leute, das da ist eine ganz, ganz tolle Palette. Wirklich. Ich gehe jetzt mal ganz geschwind off-camera, mach mir geschwind. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Wing mache. Schauen wir. Ansonsten Wimperntusche So, und ich habe bis es jetzt mal gleich. ganz simpel gelassen. Ich habe jetzt einfach nur Wimperntusche aufgetragen. Und zwar diese False Lashes Mascara von Essence. Ich finde die so gut. Allerdings habe ich mal einen Coat, den lasse ich trocknen und dann setze ich nochmal was drauf. Hier auf diesem Kanal werdet ihr, glaube ich, keine künstlichen Wimpern finden. Ich weiß nicht mal, wie ich das auf die Reihe kriegen soll an meiner Hochzeit. Lösung für mich, ich werde mir Wimpern machen lassen, weil, Entschuldigung, ich bin zu blöd dafür. Ja, wollen wir es mal aussprechen, ich bin da echt zu blöd für. Ich kann es einfach nicht, das ist egal, wie ich es auf die Reihe kriege. Und so, jetzt haben wir wieder alles aufgeräumt. Jetzt lasse ich aber so alles. Jetzt werden wir ein bisschen um mein Gesicht bronzen. Und zwar mit diesem Chocolate Soleil Gold Bronzer. Also die Verpackung ist wunderschön. Also ihr seht hier diese Verpackung mit diesen herzförmigen Öffnungen. Dann geht, ihr seht hier praktisch diesen Bronzer. Ich denke, dass der vom Farbton super ist. Und zwar gehe ich jetzt in meine gerade allerliebste Bronzing-Pinsel. Und zwar ist es der Love-Pinsel. Und zwar diese, ja, so eine Art. Weiß ich nicht, wie man das nennt. Oh, der riecht auch so irre. Seht ihr das? Oh mein Gott. Da sind so leichte Goldreflexe drin. Ja, nicht viel, aber perfekte Farbe, Leute. Oh mein Gott. Ich liebe es, wenn ich Sachen kaufe, die einfach funktionieren. Klar, es ist ein Bronzer, der halt knapp 30 Euro kostet. Zumal ich sagen muss, das Packaging ist irre. Da muss ich aber sagen, bei Too Faced ist es echt so. Es ist halt wirklich absolutes Verpackungsopferfirma. Das ist echt ganz schlimm. Sie sind super verspielt, aber ich muss sagen, sehr high quality. Ich werde auch definitiv mir die Peaches and Cream Collection haben. Und zwar will ich die Palette. Und dann möchte ich noch, ich weiß gar nicht, was waren das nochmal? Schauen wir mal noch, was es da noch gibt, was mir gefällt. Wenn wir die Palette will ich definitiv haben. Der Bronzer ist ein bisschen krümelig, aber das geht noch. Der Farbton ist ganz leicht aschig, aber macht einen so. Und leuchtet in meinem Pinsel, riecht des Todes. Ich habe mich jetzt für diesen Laufpinsel entschieden. Und zwar, der war damals, der war jetzt im Ausverkauf, Leute. Der ist sehr zierlich, aber sehr präzise. Ihr geht praktisch ganz leicht da rein und klatscht euch Bronzer ins Gesicht. Das ist ein ganz, ganz toller Bronzer. Ihr seht ja, mein Gesicht kriegt unnormal Definition und Form. Das ist ein Bronzer, der sehr, sehr, wie nennt man das? Sehr nachgiebig ist. Das heißt, wenn ihr mal ein bisschen zu viel auftragt, könnt ihr den gut ausblenden. Und der ist richtig geil, Leute. Unglaublich.
Wie gesagt, im Haul zeige ich auch noch ein bisschen Swatches und so. Aber auf jeden Fall finde ich das unnormal geil. Dieser Haul zum Beispiel, beziehungsweise ich kann mir den Haul eigentlich auch sparen, weil ich eigentlich die ganzen Produkte hier benutze. Auf jeden Fall dieser Chocolate Soleil Bronzer. Ich gucke jetzt geschwind die Preise. Also, die Gold Bar Palette hat mich gekostet 46,99. Ich habe aber einen 10% Rabattcode noch gefunden. Der hat dann gekostet nur 42,29. Ja, es ist viel Geld, aber Leute, glaubt mir, es wird sich lohnen. Dann der Chocolate Gold Soleil Bronzer. Da müsste... Oh, meine Rechnung. Müsste ja, glaube ich, aber recht schnell sein. Und zwar ist das der Chocolate Gold High Ding... Wie heißt das? Bronzer. Der kostet normalerweise 30,99 €. Also der kostet eigentlich auch richtig Geld. Kostet aber mit 10%. Die findet ihr eigentlich immer. Da gebt ihr einfach einen Douglas Rabattcodes. Und dann findet ihr was. Habe ich dann 27,89 € bezahlt. Genau. Und jetzt kommt das Allerbeste. Und zwar werde ich jetzt beide Highlighter testen. Und zwar habe ich hier einmal diesen wunderschönen Diamond Light Highlighter von Too Faced, der in einer unnormal schönen Verpackung kommt. Das sieht aus, wie wenn das mein Mann mir gesagt hätte damals in Kroatien beim Antrag, so, möchtest du mich heiraten? Sage ich, oh mein Gott, natürlich! Und es ist ein Highlighter in seiner wunderschönen Verpackung. Der wird hier auch definitiv direkt platziert, das kann ich euch aber sagen. Seht ihr mal, so ganz spontan, eigentlich hätte ich jetzt praktisch einen Haul nach diesem Ding gefilmt, aber eigentlich macht es ja gar keinen Sinn, zwei Videos zu machen, weil ich kann euch die hier direkt zeigen, die Sachen, und so viele sind es da nicht. Also der Bronzer ist wunderschön. Er hat einen leichten Goldshift, aber nicht so extrem, wie ich das gesehen habe. So, ich gehe jetzt mal in den Highlight. Beziehungsweise, wartet mal. Da fehlt noch was. Ich brauche noch Blush. Ich kann noch nicht ohne Blush. Dafür benehme ich die, Blush Bliss Palette von Tarte. Die benutze ich eigentlich immer und gehe in die Farbe Breathtaking. Die ist tatsächlich Breathtaking, weil diese Blushes sind des Todes pigmentiert, Leute. Ich kann aber mit dem einfach in tupfenden Bewegungen und ich habe einfach... Ich traue mich aber nicht in diesen rein, weil das ist so ein NARS Bron... schaut mal, was für ein Ton das ist. Das ist so ein Rot mit so einem Goldshift. Da traue ich mich nicht so ganz ran, weil ich glaube, das ist ein bisschen too much. Weil ich ja schon recht viel im Gesicht gerade habe. Geil. Mega geil. Ich werde bei Tarte definitiv bei einem Sale mal wieder zuschlagen. Momentan habe ich jetzt gerade gar keinen Bock, gerade einzukaufen, weil ich halt so... Ich habe von Too Faced kann man... Also wie gesagt, ich habe jetzt mal gehört gehabt, dass die Peaches Matte Kollektion oder wie sie heißt, auch nach Deutschland kommen soll. Darüber bin ich natürlich sehr zufrieden. Also bin ich sehr gespannt drauf, ob das alles auch so passieren wird. Aber der Look ist doch bis jetzt schon echt ordentlich geworden, findet ihr nicht? Also ich finde den super. Die Augen haben sich super blendet. Jetzt gehe ich mal. Das ist ein sehr eigener Highlighter. Und zwar ist das so ein bläulich-rosa Highlighter, der... ich weiß noch nicht, wie er bei mir funktionieren wird. I don't know. Wir werden es testen. Ich gehe jetzt mal einfach so drüber. Ich nehme immer diese kleinen Brushes dafür, Leute. Hallo? Ach, du heiliger Schwan. Ah! Das ist so ein... Also, ich komme mal ganz nah. Also, ich habe da Pickel, Leute. Guckt einfach weg. Das ist so ein bläulich-lilaner... ich weiß nicht, ob ich das gut finden muss. Heiland, zack, nochmal. Wisst ihr was? Ich glaube, der kommt hier richtig gut. Wartet mal. Ich werde jetzt einfach die ganze Packung für den Inner Corner nehmen. Was denkt ihr, wie lange ich brauche? Okay, ich habe ja noch ein bisschen übrig. Ich gehe jetzt ein bisschen in die... Wisst ihr was, wie geil das da oben aussieht? Das sieht richtig gut aus. Also ihr habt ja so ein... Oh, Leute, ich hasse das, wenn ich ein Produkt kaufe, wo ich denke, oh mein Gott. Be a Unicorn. Hallo, hallo. Also, Leute, ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich hasse sowas. Dann kauft man was und findet es toll und dann sieht es aus. Ah!
Also ich muss sagen, das ist echt Geschmackssache. Also ich finde für so hell. Aber ich muss sagen, es sieht jetzt nicht abartig aus, sodass ihr denkt, ihr habt so einen weißen Streifen in der Fresse oder so. Das gar nicht. Das könnt ihr ganz gut. Also deswegen nehme ich auch gerne diese Blending Brushes, weil ich habe da immer so ein paar Backups. Ihr wisst ja, in den Hauls seid ihr immer fleißig am Gucken und Klicken. Das seid ihr. Ich finde ihn sehr schön. Aber Leute, das ist halt so ein ganz rosa bläulich. Also ganz eigenartig. Hallo. Jetzt nehme ich mal, wo ist mein, jetzt nehme ich mal meinen Lieblings, also Verpackung 1 plus. 1 plus, 1 plus mit Sternchen. Schaut mal, das ist echt so eine geile Verpackung. Richtig, richtig geil. Ich weiß auch, dass die Alida auf den abnormal scharf ist. Also Schatzelein, kauf dir den. Ich glaube, das wird sich lohnen. Aber dieser Shift von diesem. Ich kann nicht mal sagen, dass der scheiße aussieht, Leute. Das ist so ein bisschen so ein. Wie nennt man denn das? Das ist so ein. Ja, das ist halt so ein Anders-Highlighter. Jetzt zeige ich euch mal den Love Light Highlighter. Den gibt es schon ein bisschen länger. Die Verpackung werde ich auch behalten, weil das erinnert mich einfach daran, dass ich zu viel Geld ausgegeben habe diesen Monat. Und zwar ist das so ein super süßer Love Highlighter. Und zwar. Hat der eine Prägung, die ich euch nicht zeigen kann, weil ich zu blöd bin, die aufzukriegen. Hat der eine richtig tolle Diamantenprägung drinne. Und ich hoffe, dass dieser halt, also ich zeige euch mal einen Swatch. So. So. Ich denke, da wird mehr was für mich sein. Ich gehe in meinen geliebten Pinsel rein und jetzt hoffe ich. Oh. Yes! Hello! Hello! Hallo, hallo. Leute, der ist so schön. Ich gehe jetzt mal voll knallhart über den Unicorn-Shit drüber. Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr richtig gesund und frisch aussehen wollt, knallt euch mal Highlighter ein bisschen hier drunter und tupft ein bisschen. Leute, der ist super schön. Also ich trage den mal mit dem Finger auf, ja. Ich habe halt hier so Texture, das seht ihr ja. Aber der ist super schön. Ich mag nicht immer so Blinding Highlighter, weil ich das ein bisschen abnormal finde, ja. Jetzt gehe ich mal übers Gesicht mit meinem Max Fix Plus. Mac Fix Plus. Ich hasse das, wenn die leer werden, die Fix Plus. So. So. Super Tipp, fächert euer Gesicht trocken, wenn ihr weitere Schichten auftragen wollt, dann habt es. Ist die Bauweise leichter. Also der ist richtig schön. Ich nehme jetzt einfach mal auch den kleineren Highlighter, den kleineren Pinsel, den ich sonst auch benutze, und trage auf den höheren Punkten noch ein bisschen mehr auf. Der ist richtig schön, Leute. Also da könnt ihr nichts falsch gemacht haben. Ich habe halt gerade da immer so Pickel, aber es stört mich jetzt eigentlich nicht. Da wird jetzt weiter gehighlightet. Highlighter! Highlighter! Also ich bin. Ich habe eigentlich kein einziges Produkt, was ich irgendwie scheiße fand. Also, der andere da, der ist schon ein bisschen anders. So, der ist schon ein bisschen anders. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich den gut finden soll. Also, so ein kleines Resümee. Am Ende mache ich gleich, nachdem ich mich mal fertig gemacht habe, weil ich muss ja sexy aussehen, um euch zu sagen, ob das gut ist. Und Also, damit bis das, gleich. dadurch, dass ich jetzt wieder da bin, wisst ihr, dass jetzt absolut alles erledigt ist. Und ich habe meinen Look natürlich getwo-faced. Das heißt, ich habe noch einen Melted Matte in der Farbe Bend and Snap. Den habe ich auch von Douglas gekauft. Und zwar ist das ein Geburtstagsgeschenk von der lieben Alida. Und den finde ich auch unnormal schön. Also das ist so einer. Die sind so geil. Die sind nicht klebrig, gar nichts. Also, mein Fazit zu den Produkten. Ich habe kein einziges Produkt gefunden, was mir nicht gefallen hat. Wenn etwas jetzt nicht so 100% eurem Geschmack entspricht, wie jetzt zum Beispiel der Highlighter, könnt ihr immer noch sagen, dass die Produkte an sich sehr, sehr, sehr gut sind. Und zwar haben wir hier einmal die Chocolate Gold Bar Palette, die ich einfach unnormal schön finde. She is fantastic, awesome, sage ich euch. Money Bag, das Grün, da werden wir definitiv auch noch was mit anfangen können. Das ist ein richtig geiles Grün, ja. Dann haben wir hier New Money zum Beispiel. Das ist ja das, was ich auf den Augen habe. Dann so ein Ton Live in Lavish. Das ist so ein Purple Metallic.
Aber das ist immer so blöd zum Swatchen. Genau, da habt ihr das Purple. Sehr, sehr schöne Palette. Sie riecht so, so lecker nach Kinderschokolade. Unnormal geile Palette. Die Transition Shades sind genau richtig, um praktisch eine Grundlage dafür zu geben, dass ihr euer Gesicht praktisch ein bisschen intensivieren könnt. Ich finde den Look sehr, sehr schön. Also gefällt mir unnormal gut. Und das Highlight hier oben, das einfach mal knallhart, das Gold, einen riesen Pen bekommen hat. Da werde ich auch einen Look mit schminken, Leute. Ich werde vielleicht nochmal so ein Full-Face, Two-Face machen, weil ich glaube, ein paar gute Produkte zusammengekriegt habe. Ich bin aber grundsätzlich so eine, die jetzt zum Beispiel von Too Faced keine Puder benutzen wird, weil ich dieses Coty Airspun habe und ich wechsle meinen Puder nicht, nur weil es der Marke entspricht oder weil ich das irgendwie mal als Geschenk bekomme, kein Problem. Aber es ist halt, das Coty Airspun funktioniert für meine sehr ölige Haut super, deswegen muss jeder Primer, ich kaufe auch keine Primer von anderen Marken, weil diese von The Ordinary sind die, die für meine Haut funktionieren und darauf baue ich dann immer alle Produkte auf. Und ich finde die Palette sehr, sehr schön zusammengestellt. Sie hat eine so universal schöne Verpackung. Ganz abartig. Leute, mega. Dann mache ich mir kurz die Swatches wieder ab. Ich habe für den Haul einiges bezahlt. Da lüge ich auch euch gar nicht an. Auch zum Beispiel diese Too Faced Melted Mattes kosten so um die 20 Euro. Ich habe da 5 oder 6 mittlerweile von. Das hört sich immer so an. Boah, das ist so viel Geld und so. Ja, es stimmt, es ist viel Geld, aber ihr bekommt unnormal geile Qualität. Also da kann ich euch echt keine Scheiße erzählen. Das ist einfach eine tolle Qualität, die ihr bekommt und einfach auch ein ganz tolles Konzept dahinter, dass irgendwie ist es verspielt. Ja, ich habe zum Beispiel die Sweet Peach Palette, die zeige ich euch auch noch gleich. Von der Verpackung her sind die unterschiedlich. Die Sweet Peach Palette, die Sweet Peach Palette, die ist aus so einem Art Blech. Ja, und ich habe die damals, ich habe die Leute, kein Joke, ich habe die von 8-9 Monaten gekauft. Sie ist immer noch mega, also das ist ein sehr cooler Ton, den ich sehr, sehr gern benutze. Das ist so ein richtig geiles Rosé mit so einem Schiff drin. Dann hat diese halt sehr viel mehr matte Töne. Das Peach, was hier in der Mitte ist, ist zum Beispiel auch sehr geil. Das gefällt mir auch unnormal gut. Das ist einfach so eine Palette. Ihr seht ja auch zum Beispiel im Gegensatz zu der Gold, also die Goldpalette hat sie zum Beispiel einen ganzen Spiegel drin. Das ist halt so ein Blech, aber da muss ich sagen, wenn ich das so ein bisschen nebeneinander halte. Oh. Jetzt ist mir was runtergefallen, das Schabberblätter. Also hier habt ihr halt dieser Verschluss, hört ihr, der klickt. Und es ist bei denen hier gar nicht so. Das fällt so ein bisschen magnetisch zusammen, so wie ich das hier sehe. Ich halte euch die mal so nebeneinander. Ihr habt halt praktisch hier einen vollen Spiegel. Aber von der Qualität her, muss ich sagen, gefallen mir die Lidschatten von der Gold Bar Palette nochmal ein kleines Stück besser, weil die Farben nicht so ununiversell sind. Versteht ihr, was ich meine? Also ich meine, das Pink und das Schwarz ist zwar jetzt viel, aber immer noch gut. Und die da zum Beispiel ist auch eine sehr schöne Palette. Die riecht, also das sind aber so Paletten, ich glaube, die riechen immer nach dem, was sie gesagt bekommen, ja. Dieser Diamond Light Highlighter, Packaging, einfach traumhaft schön. Also das ist auch ein wirklich, da steht, it's your time to shine. Da steht auch so eine Message drin. Das ist auch wirklich, wenn ihr eine Freundin habt, ja, die total auf Schminke steht und die sich darüber freuen würde, Leute, kauft es und also die Marke ist ja cruelty free. Das ist sogar so ein Pad wie bei so einem Ring. Die Marke ist cruelty free, also es muss niemand dafür leiden. Außer euer Geldbeutel, das ist halt so. Es ist eine High-End-Marke, aber es ist eine sehr verspielte High-End-Marke. Und das gefällt mir so unnormal, weil einfach die Sachen mit so viel Liebe gemacht worden sind, dass ich wirklich sagen muss, wow. Also ich werde den trotzdem weiter benutzen, das ist ganz klar. Er ist sehr schön, er sieht sehr nass aus. Ich will dann aber auch nochmal testen, wie er aussieht, wenn der so wet aufgetragen ist, weil ich glaube, das sieht auch sehr cool aus. Der Highlighter, der goldfarbene, der ist sehr, sehr schön. Erinnert mich sehr an diesen von MAC, den ich letztes Jahr im Haul gekauft habe, und zwar diesen Happy Dazzling. Der kommt dem schon sehr nah. Schaut mal, der ist halt nur so ein bisschen bräunlich-röter. Aber den da habe ich zum Beispiel sehr, sehr gern, den benutze ich super gerne. Daher weiß ich auch in etwa, welche Produkte ich kaufen kann, weil ich halt weiß, auf welche ich sozusagen stehen werde. Ist ein super tolles Packaging,
klappt auch gut zu. Und das wird definitiv direkt in meine Alltagsfavoriten wandern. Und das Highlight für mich ist neben der Palette auch dieser Bronzer gewesen. Der Bronzer hat mir einen sehr gesunden, wenn ich jetzt hier in den großen Spiegel hier hinter meinen Lichtern gucke, eine gesunde Gesichtsfarbe gegeben, die einen schönen Sheen hat. Guckt, ihr seht ja zum Beispiel, mein Gesicht ist nicht matt. Ich bin trotz meiner öligen Haut sehr darüber übergestiegen, packe ich auch mal so ein bisschen so einen Sheen auf mein Gesicht zu bringen. Und ich muss sagen, der hat es halt echt gebracht. Also der ist wunderschön. Ich denke, also das ist ja auch nicht limited oder so. Ich hoffe, dass sie ihn lassen. Der riecht auch so lecker, Leute. Ganz abartig. Und ich werde definitiv diese beiden Highlighter aus meiner Alltagsschublade rausholen und werde dafür praktisch diesen Bronzer benutzen. Ich hoffe, dass diese Sachen halt nicht aus dem Stock gehen, aber eigentlich nicht. Da stand jetzt nicht limitiert oder so da. Auch diese Peaches and Cream Dinger, die jetzt, die in einem First Impression zwar, ich werde das kaufen und werde das benutzen, aber ich werde jetzt natürlich nicht jedes Produkt davon kaufen, weil zum Beispiel mit meinen Foundations, ich bin halt so ein kleiner Sesselpupser, nennt man sowas. Bronzer, Lidschatten, sowas, das finde ich überhaupt geil, wenn man da sich ganz arg viele Sachen von kauft und wo man halt einfach sagt, hey, ich habe da so Bock drauf und so. Bei Bronzer muss ich sagen, da bin ich echt ein fucking Opfer. Aber zum Beispiel, ich habe auch Blushes, super schöne Kiko Blushes gekauft. In Farben, die ich mir wahrscheinlich nie so gekauft hätte. Aber ich bin so, so zufrieden mit meinem Einkauf gewesen, dass ich jetzt sagen muss, ich bereue keinen Cent von diesen Sachen. Ich muss aber sagen, ich werde das hier zum Beispiel auch behalten, weil ich das gar keine schlechte Idee finde. Auch so für mich als jemand, der Videos macht. Zum Beispiel diesen Look finde ich echt cool, Leute. Habt ihr darauf Lust? Das ist bestimmt cool, sowas grünlich mit lila. Da kann man auch ein bisschen sehen, was man halt dann so für Farben benutzt und so. Das werde ich mir definitiv behalten. Und ich hoffe, diese Review hat euch Spaß gemacht, dieses kleine Make-up-Tutorial. Es ist, niemand hat so gezwungen, diese Produkte zu kaufen. Ich verstehe das, wenn das einfach sehr viel Geld ist, aber es ist auch einfach eine tolle Geschenkidee. Weil zum Beispiel ihr kauft, also ich sag mal so, ich habe bei meinen Freundinnen, wir schenken uns immer so um die 50 Euro. Ja, zwischen 30 und 50 Euro. Und meine beste Freundin, zum Beispiel die Corinna, die würde sich total freuen, wenn ich ihr sowas schenken würde. Sie weiß aber, dass ich kein Shit schenke. Sie weiß aber auch zum Beispiel, wenn ich Make-up Revolution schenke, zum Beispiel, das muss ich euch zeigen, Leute. Ich habe die jetzt ein paar Mal gehabt. Die sind brutal, die Paletten. Also, ich habe jetzt hier Paletten mir doch gekauft gehabt in meinem letzten Haul. Und zwar hier diese da. Die kosten 5,55 Euro, Leute. Mega Paletten, mega. Hier ist so eine Modern Renaissance Fake irgendwas. Sehr, sehr schön. Ich habe noch nicht alle benutzt. Die habe ich jetzt zum Beispiel benutzt. Die ist so schön, Leute. Und deswegen, dieser Kanal beläuft sich nicht darauf, schaut mal, was ich habe und was ich einkaufe. Das ist totaler Schwachsinn. Ich arbeite wahnsinnig viel. Wie gesagt, ich bin ja 120% angestellt als Intensivschwester und habe noch einen Nebenjob. Und ich liebe es einfach. Ich liebe es, mich zu belohnen dafür, dass ich einfach verdammt nochmal meinen Arsch drei Wochen nicht mit meinem Mann im selben Bett, weil ich einfach mich dafür entschieden habe, für unsere Familie einfach Geld heranzuschaffen, dass wir uns mal eine kleine Wohnung oder ein wunderschönes Haus leisten können. Wir haben uns einen Daimler gekauft, weil mein Freund einfach diesen wahnsinnig innigen Wunsch hatte, dieses Auto mal zu besitzen. Wir haben uns den Traum gemeinsam erfüllt. Wenn jetzt, also Gott sei Dank war mein Freund nicht da, als die ganze Bestellung gekommen ist. Er sagt da nichts zu, weil er sagt halt, er weiß, dass ich sehr viel arbeite dafür und deswegen finde ich dieses, also wenn ich das in die Hand nehme und sehe, was so tolle Farben das sind und wie toll man danach aussehen kann, finde ich, belohnt euch Leute, es ist egal, ob Weihnachten, Geburtstag oder so, vergesst euch selber nicht, geht auch mal zum Friseur, das habe ich zum Beispiel neulich mal gemacht, da war ich bei einem 13-Euro Friseur, ich habe einen ganz tollen hier, das ist ein ganz günstiger, da habe ich mir ja noch nur die Spitzen schneiden lassen. Haare färben mache ich selber, weil dafür gebe ich halt zum Beispiel gar kein Geld aus. Ich habe immer so eine blau-schwarze Farbe vom Poly Palette. Und einfach in eure Schönheit und in euer Wohlbefinden zu investieren, ist immer sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass dieses Video euch Spaß gemacht hat. Lasst mir bitte einen Daumen da, teilt es, soweit es geht und abonniert meinen Kanal. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und ihr Schatzeleins, wir sehen uns auf jeden Fall bald. Und wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Video. Bald, bald wieder.